la ville même. Ich danke Ihnen allen, dass Sie in Bern anwesend sind und sich öffentlich für die Heiligkeit des Lebens engagieren. Le 5 juin dernier, le peuple suisse a accepté de réviser la loi sur la procréation médicalement assistée dans un sens qui permet le diagnostic préimplantatoire. Am vergangenen 5. Juni hat das Schweizer Volk der Revision des Fortpflanzungsmedizingesetzes zugestimmt, womit die Präimplantationsdiagnostik erlaubt wird. Cette acceptation du DPI fait suite à une série de décisions populaires qui, depuis une quarantaine d'années, ont avalisé des avancées sociétales en rupture, toujours plus évidente avec les normes judéo-chrétiennes de protection de la vie. Diese Annahme des PID folgt einer Serie von Volksentscheiden, die seit ungefähr 40 Jahren gesellschaftliche Entwicklungen unterstützt haben, die in immer offensichtlicheren Bruch mit den jüdisch-christlichen Normen zum Schutz des Lebens stehen. Ont notamment été admis l'avortement et l'expérimentation sur les cellules souches. Insbesondere wurden Abtreibungen und Experimente mit Stammzellen zugelassen. Cela concerne le début de la vie. Das betrifft den Beginn des Lebens. Pour ce qui est de la fin de la vie, des pressions toujours plus intenses visent à ancrer dans la loi l'assistance au suicide, voire même l'euthanasie active dans certains cas. Was das Ende des Lebens betrifft, wird durch immer stärkeren Druck versucht, Beihilfe zum Selbstmord oder sogar aktive Euthanasie im Gesetz zu verankern. Dans le domaine sociétal, le démantèlement des barrières éthiques et plus particulièrement celui des normes de la protection de la vie humaine, de sa conception à sa mort naturelle, est presque toujours obtenu par la méthode gradualiste. Im gesellschaftlichen Bereich erfolgt der Abbau der ethischen Schranken und vor allem der Normen zum Schutz des menschlichen Lebens von der Empfängnis bis zum natürlichen Tod fast immer durch schrittweises Vorgehen. Les partisans d'une application sans limite du génie génétique et d'une euthanasie active à la demande ou pratiquée sur des personnes sans discernement ne revendiquent presque jamais une libéralisation extrême par rapport aux victoires qu'ils ont précédemment obtenues et enregistrées. Die Verteidiger einer grenzenlosen Anwendung der Gentechnik und einer aktiven Sterbehilfe, die auf Ersuchen hin oder an Personen ohne Urteilsfähigkeit vollzogen wird, wollten praktisch nie eine extreme Liberalisierung im Vergleich zu den Siegen, die sie zuvor errungen haben. Ils avancent pas à pas, parvenant à imposer à la société, et souvent malheureusement avec son consentement, des modifications législatives qui auraient révulsé 80% de la population des pays occidentaux il y a quelques décennies. Sie rücken Schritt für Schritt vor, schaffen es, der Gesellschaft Gesetzesänderungen aufzuzwingen und oft sogar mit deren Einverständnis. Vor einigen Jahrzehnten noch hätten diese Änderungen 80% der Bevölkerung der restlichen Länder zutiefst erschüttert. En Suisse, l'érosion progressive de la protection de la vie humaine contrevient à l'esprit, sinon à la lettre de plusieurs dispositions de la Constitution qui imposent le respect de la dignité humaine, la non-discrimination du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique et le droit de tout être humain à la vie. In der Schweiz verstößt die fortschreitende Erosion des Schutzes des menschlichen Lebens, dem Geist als auch dem Wortlaut mehrere Punkte der Verfassung, wie dem Respekt der menschlichen Würde, der Nichtdiskriminierung aufgrund einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung und dem Recht auf Leben eines jeden Menschen. Les dérives observées dans le domaine du traitement du début et de la fin de la vie humaine sont inquiétantes. Die beobachteten Fehlentwicklungen im Umgang mit dem Anfang und dem Ende des menschlichen Lebens sind besorgniserregend. Les diagnostics prénatales et préimplantatoires risquent de nous conduire à l'eugénisme, à une sélection darwinienne volontariste et prométhéenne. Die Prä-
zur Eugenik führen, zu einer gezielten darwinschen und prometheischen Selektion. Il n'est hélas pas invraisemblable de penser qu'à l'avenir, seules les naissances d'embryons supposées impeccables à l'aune des critères intransigeants de la santé publique seront autorisées sous la pression de la société, de certains médecins et même de la plupart des caisses maladies. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass in der Zukunft unter dem Druck der Gesellschaft, gewisser Ärzte und den meisten Krankenkassen nur Geburten von Embryonen zugelassen werden, die als makellos gelten und den kompromisslosen Kriterien der öffentlichen Gesundheitswesen entsprechen. La médecine prédictive, basée sur le diagnostic présymptomatique, risque de délivrer des permis de vie et, dans le meilleur des cas, de déterminer des surcroîts de primes d'assurance pour les récalcitrants. Die prädikative oder voraussagende Medizin, die auf der präsymptomatischen Diagnostik basiert, könnte Erlaubnisscheine zum Leben ausstellen und im besten Fall Erhöhungen der Versicherungsprämien für Querdenker bestimmen. Aujourd'hui, des milliers d'embryons surnumérés, utilisés dans le cadre de la fécondation in vitro, sont sacrifiés sur l'autel de la recherche ou de la thérapie ou directement détruits. Heutzutage werden Tausende von überzähligen Embryonen aus der In-vitro-Fertilisation auf dem Altar der Forschung und der Therapie geopfert oder direkt vernichtet. Il y a une décennie déjà, le journaliste italien Giuliano Ferrara, qui se déclare pourtant ouvertement agnostique, a écrit ceci. Schon vor einigen Jahrzehnten hat der italienische Journalist Giuliano Ferrara, der sich offen als Agnostiker bezeichnet, Folgendes geschrieben. Le 21e siècle risque de s'annoncer comme le siècle où le douteux diagnostic sur une parfaite santé génétique décidera à la place de la nature concernant la naissance et la mort des embryons. Nous risquons de subordonner la mort à la décision formalisée d'un comité éthique de prescrire des euthanasies indolores qui vident la mort naturelle de sa signification plurimillénaire. Es besteht die Gefahr, dass im 21. Jahrhundert die zweifelhafte Diagnose einer perfekten genetischen Gesundheit anstelle der Natur über Geburt oder Tod der Embryonen entscheidet. Der Tod würde zu einer formellen Entscheidung eines Ethikkomitees. Schmerzlose Euthanasien würden verschrieben werden, die den natürlichen Tod seiner jahrtausendlangen Bedeutung entleeren würden. Abordant la question de l'application des possibilités sans cesse plus étendues qu'offre la science, le pape émérite Benoît XVI, une des plus grandes intelligences de notre temps, s'est exprimé ainsi. Im Zusammenhang mit der Frage der sich pausenlos ausweitenden Anwendungsmöglichkeiten, die die Wissenschaft vorschlägt, hat sich der frühere Papst Benedikt XVI., eine der weisesten Personen unserer Zeit, Folgendes gesagt. La science peut servir l'humanité, mais elle peut aussi devenir l'instrument du mal et lui donner alors sa pleine mesure et entière monstruosité. Ce n'est qu'en assumant sa responsabilité morale qu'elle peut remplir sa vraie mission. Die Wissenschaft bietet unzweifelhaft neue Möglichkeiten zum Guten, aber öffnet auch abgründige Möglichkeiten des Bösen. Nur indem sie ihre moralische Verantwortung übernimmt, kann sie ihre wahre Mission erfüllen. En devenant autonome relativement aux lois divines et aux lois de la nature, la science et la société se soumettent à une logique qui les conduisent à asservir les êtres humains, à donner une coloration pathologique à l'évolution de nos pays. Indem sich Wissenschaft und Gesellschaft von den göttlichen und natürlichen Gesetzen loslösen, unterwerfen sie sich einer Logik, die sie zur Versklavung der Menschen führt und der Entwicklung der Länder eine pathologische Färbung gibt. Les ingénieurs d'une société parfaite veulent être Dieu sans en avoir ni les attributs ni les moyens. C'est le drame d'une aventure prométhéenne qui menace gravement notre avenir. Die Ingenieure einer perfekten Gesellschaft wollen Gott sein,
verfügen aber weder über die Eigenschaften noch über die Mittel. Dies ist das Drama eines prometheischen Abenteuers, das unsere Zukunft tiefgreifend bedroht. Pour éviter que notre société, de plus en plus dépourvue d'ancrage éthique, ne s'empare de la vie et de la mort d'une manière totalitaire, pour échapper aussi à la surveillance liberticide de nos actions et de nos pensées, nous devons réaffirmer partout cette grande vérité. L'humanité ne s'arrêtera au bord du précipice que si elle revient aux catégories fondamentales du bien et du mal. Um zu vermeiden, dass unsere Gesellschaft, die immer mehr ihre ethische Verankerung verliert, auf totalitäre Weise sich des Lebens und des Todes bemächtigt und um ihre freiheitsvernichtenden Überwachungen unserer Handlungen und unserer Gedanken zu entgehen, müssen wir überall die Wahrheit verkünden. Die Menschheit wird nur vor dem Abgrund Halt machen, wenn sie zu den fundamentalen Kategorien von Gut und Böse zurückkehrt. Nous devons nous souvenir que pour Dieu, la vie est sacrée de la conception jusqu'à la mort, comme nous le rappelle ce magnifique texte du roi David, extrait du livre des Psaumes, au chapitre 139 et au verset 13 à 16. Wir müssen uns erinnern, dass das Leben für Gott heilig ist, von der Zeugung bis zum Tod, wie es uns der Auszug aus dem wunderbaren Psalm Davids in Erinnerung ruft, Psalm 139, 16, 13 bis 16. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. Denn du hast mein Inneres geschaffen, mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Ich danke dir, dass du mich so wunderbar gestaltet hast. Ich weiß, staunenswert sind deine Werke. Als ich geformt wurde im Dunkeln, kunstvoll gewirkt in den Tiefen der Erde, waren meine Glieder dir nicht verborgen. Deine Augen sahen, wie ich entstand. In einem Buch war schon alles verzeichnet. Meine Tage waren schon gebildet, als noch keiner von ihnen da war. Puisse cette grande vérité demeurer en nous, afin de nourrir notre motivation à poursuivre le beau et noble combat en faveur de la vie humaine et de la véritable dignité. Möge diese Wahrheit uns immer begleiten und unsere Motivation nähren, damit wir den noblen und guten Kampf kämpfen für das menschliche Leben und die wahrhaftige Ehre. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle et longue vie. Ich wünsche euch allen ein langes und ein schönes Leben. Auguri a tutti e a tutte una bella e lunga vita.